Aber lass dir doch diese Unruhe bitte nicht zur Last werden. Doch, ich bin in Gedanken ständig bei dir. Ich weiß, die Zeit wird all diese Probleme lösen. Glaub mir. Du, ich... Elvira, ich muss Schluss machen. Ja. Ja, das wünsche ich dir auch. Ja, bitte. Ich darf Sie um Ihre Unterschrift bitten, Herr Jürgens. Ja, was ist das? Die Abrechnung mit Mangold. Kostenaufstellung der nachgelieferten Ware. Ah, ja. Ja, gut. Ach, wie geht's eigentlich Ihrem Sohn, Frau Bach? Er hat das Stipendium bekommen. Ein Jahr wird er weg sein. In Amerika. Ja, da wird er Ihnen sicher sehr fehlen, nicht? Sie wissen ja, wenn man geschieden ist, sind die Kinder alles, was man hat. Die Sache hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe die ganze Nacht darüber gesessen. Ja, legen Sie es dahin. Sie duldet meiner Meinung nach keinen Aufschub, Herr Jürgensson. Gilla, ich habe jetzt keinen Kopf dafür. Die Vertreter aus Österreich und aus der Schweiz sind da. Die Sache könnte dem Ansehen der Firma erheblich schaden. Na, nun übertreiben Sie mal nicht, Giller. Ich finde, unsere Firma hat schon ganz andere Turbulenzen überstanden. Turbulenzen ja, aber das hier ist mehr. Also schön. Sobald ich es mir angeschaut habe, reden wir drüber. Gut. Ja, rein. Was wollte denn dieser Giller schon wieder hier? Dieser Giller tut hier nur seine Arbeit. Ganz genauso wie du auch. Wenn ich die nur sehe. Jedenfalls ist er der beste Prokurist, der mir auf meinem Weg hierher begegnet ist. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass er hinter deinem Sessel her ist. Ach ja? Also den kann er gern haben. Entschuldige bitte, aber der Kerl nervt mich. Das ist seine Art. Du meinst, aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen? Ja. Trotzdem solltest du versuchen, ihn zu akzeptieren. Das ist eine Großzügigkeit, die man sich leisten können muss. Sag mal, Alf, diese Geschichte mit Mühlheimer und Knechtel, wie ist die gelaufen? Gut, sehr gut. Sie haben mir garantiert, dass der Umbau der dritten Etage in genau einer Woche abgeschlossen ist. Das geht zwar ohne Nachtarbeit nicht, aber dafür kann der Betrieb ungestört weiterlaufen. Super, gute Arbeit. Wir sehen uns heute Abend. Mit? Ja, ja, natürlich. Ich freue mich. Bis dann. Ich möchte, dass du dieses Flittchen endlich zum Teufel schickst. Ich kann so nicht weiter, Klaus. Das geht schon seit 3 Jahren. Ich gehe daran kaputt. Niemand geht kaputt. Trennungen gehören zum Leben. Wie Sommer und Winter. Ich möchte mich nicht trennen. Es wird dir aber nichts anderes übrig bleiben. Oh doch. Es wird. Es wird. So leicht wirst du dich nicht davon stehlen. Glaub mir, das wirst du nicht. Ich kann einfach nicht mehr mit dir leben. Mein Gott, 30 Jahre. Das ist eine lange Zeit, ich weiß. Ich bin stumpf geworden an deiner Seite. Frag mich nicht, warum. Ich werde dieses Haus morgen verlassen. Du kannst es behalten. Das Weitere regle ich. Ich regle. Nicht du. Du siehst großartig aus. Wie immer. Schon wieder was Neues. Klaus hat eben Spaß daran, mich zu schmücken und zu verwöhnen. So, dies ist das letzte Mal, dass ich nach Haus gehe. Ich ziehe morgen in ein Hotel. Und nächste Woche sehen wir uns Wohnungen an. Ich habe meinen Makler schon verständigt. Ist das ein Versprechen? Ja. Und Alf?
Soll ich mit ihm reden? Nein. Gute Nacht. Gute Nacht, Klaus. Nicht erschossen, nicht erstochen, nicht erwürgt. Er ist einfach tot. Vielleicht ein Herzinfarkt. Das wäre mir am liebsten. Ja, wir werden sehen. Das habe ich noch bei ihm gefunden. Digitales. Ah, interessant. Ein Herzmittel. Und deswegen schmeißen die uns aus dem Bett? Ich glaube es nicht. Morgen? Morgen. Dachte, wir fahren zusammen. Das ging nicht anders. Wahrscheinlich war das sowieso umsonst. Also der Mann heißt Klaus Jürgensson, 55 Jahre alt, Papiere, 500 Mark Bargeld, Kreditkarten, scheinbar alles da. Es hat ein Rollschuhfahrer in der Nähe von der Bank hier gefunden. Das könnte diesem Jürgensson hier gehören. Unweit von hier parkt er ein Jaguar. Ich werde mich mal drum kümmern. Mach das. Vielleicht ein Herzinfarkt. Der Mann hatte Digitalis bei sich. Hinter der Bank sind Spuren. An dem Gebüsch sind frische Zweige abgebrochen. Außerdem fanden wir da diesen abgerissenen Knopf von seinem Blazer und diese Krawattennadel. Würde zu dem zerrissenen Revier passen. Dann guckt euch doch mal die Hosen an, die Schuhe, alles voller Schmutz. Der Fahrzeugschein passt zu dem Jaguar. Also Jürgensson ist gestorben an einer Digitalis-Intoxikation, das heißt Vergiftung. Digitalis ist ein bestwirksames Glykosid mit geringer therapeutischer Breite. Das heißt mit einem sehr kleinen Spielraum zwischen Über- und Unterdosierung, oder was? Du sagst es. Weiter hat er eine gebrochene Rippe und einen Bluterguss an der rechten Schulter. Ein Verbrechen? Aber das ist ganz ausgeschlossen. Ich sagte möglicherweise. Wann haben Sie zuletzt mit Herrn Jürgensson gesprochen? Zuletzt? Gestern Nachmittag, als ich ihm... Entschuldigen Sie mich. Was ist denn jetzt los? Mein Mann hatte vor 3 Jahren einen Herzanfall erlitten und wurde eine Zeit lang mit diesem Medikament behandelt. Aber seitdem er regelmäßig Sport betrieben hat und nicht mehr rauchte, gab es keine Probleme mehr. Er hatte das Medikament seit längerer Zeit abgesetzt. Was wollen Sie mir damit sagen? Nichts. Gibt es jemanden, der ein Interesse an seinem Tod haben könnte? Und jetzt fragen Sie mich sicher, wo ich den Abend verbracht habe. Ja, ja, das möchte ich Sie fragen. Ich war hier, allein. Wie so oft in letzter Zeit. Mein Mann hatte nämlich er hatte seit längerer Zeit ein Verhältnis. Wissen Sie mit wem? Ich weiß nur, dass sie die Stiefschwester eines engen Mitarbeiters meines Mannes ist. Es ist nicht, was Sie denken. Sie können Gedanken lesen. Es ist gegen Schmerzen. Sind Sie deswegen weggelaufen? Ja, aber was ist das denn? Es ist Morphium. Was wissen Sie über den Tod Ihres Chefs? Nur das, was Sie mir vorhin gesagt haben. Das glaube ich Ihnen nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Gestern Nachmittag haben Sie Herrn Jürgensson das letzte Mal gesehen. Ja. Ja. Da war doch noch was vorhin. Also, wir haben über das geredet, was wir jeden Tag besprechen. Dinge, die für die Firma wichtig sind. Sonst noch was gefährlich. Es gab also Ihrer Meinung nach keine Anzeichen dafür, dass Herr Jürgensson in irgendwelchen Schwierigkeiten steckte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Gestern Abend waren wir noch zusammen im Theater, anschließend in einer Bar. Ich hatte einen guten Eindruck von ihm. Er war bei bester Gesundheit, hatte gute Laune. Sie waren seine rechte Hand? Ja. Was heißt denn das genau? Naja, ich sollte den Betrieb so nach und nach übernehmen. Sozusagen langsam in das Geschäft hineinwachsen. Das heißt, ich war bei allen wichtigen Besprechungen und Entscheidungen dabei. Wer könnte denn ein Interesse daran haben, dass Herr Jürgen... Niemand. Also niemand, den ich kenne. Sie wissen schon, was ich Sie fragen wollte. Naja, das war ja nicht so schwer. Klaus war das Musterbeispiel eines Chefs. Er war sehr beliebt hier. Entschuldigen Sie, Herr Puentini, Embacher ist am Apparat. Der sagt, das wäre dringend. Unser Mann in Hongkong. Legen Sie bitte das Gespräch in mein Büro. Gerne. Entschuldigen Sie mich, es wird nicht lange dauern.
Bürodirektor Jürgensohn, Selikowski. Augenblick, bitte. Ein Gespräch für Sie. Danke. Wenn Sie schon mal rübergehen würden, Frau Bach, wir kommen durch. Ja, Heimann? Nein, noch nichts. Pontinis Schwester? Ja, ich verstehe. Okay, und wo? Ja, das geht. Wussten Sie, dass die Schwester von Herrn Pontini ein Verhältnis mit Herrn Jürgensohn hatte? Alle wussten das. Er hat kein Geheimnis daraus gemacht. Frau Pontini war ja auch einige Male hier. Direktor Jürgensons Frau war sehr eifersüchtig. Sie war sehr erbost darüber. Und weiter? Nichts weiter. Sie haben eine Frage gestellt und ich habe sie beantwortet. Elvira, ich muss dich dringend sprechen. Alf, das war eine schöne Überraschung. Komm bitte mit. Was ist denn? Nicht hier, komm. Machst du alleine weiter? Ich habe aber nicht viel Zeit. Was ist denn so wichtig? Also? Klaus ist tot. Guten Tag, Frau Pontini. Mein Name ist Kress. Wir sind von der Kriminalpolizei. Meine Kollegen Heimann und Johnson. Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Ihre Schwester ein Verhältnis mit Herrn Jürgensohn hatte? Weil das meiner Meinung nach nichts mit seinem Tod zu tun hat. Aber warum sind Sie plötzlich aus dem Büro gelaufen? Ich wollte meiner Schwester die Nachricht persönlich überbringen. Es tut mir leid, Frau Pontini, aber wir haben noch einige Fragen an Sie. Herr Jürgensohn hatte gestern Streit mit seiner Frau. Es ging um die bevorstehende Trennung. Sie hat ihm gedroht. Und Herr Jürgensohn? Er war sehr besorgt. Kennen Sie Frau Jürgensohn? Vom Sehen, ja. Und, haben Sie einen Verdacht? Na, was glauben Sie, war es Mord oder Selbstmord? Frau Pontini, nur noch eine Frage. Wann haben Sie Herrn Jürgensohn zum letzten Mal gesehen? Gestern Nacht. Er ist so um 2 Uhr von mir weggefahren. Es ist völlig sinnlos, Digitales mit sich herumzuschleppen und einen Herzinfarkt zu verhindern. Die Behandlung beginnt nämlich damit, dass man mithilfe einer Blutprobe die sogenannte Sättigungsdosis errechnet. Danach wird die Dosis verringert. Digitales ohne eine Konsultation des Arztes einzunehmen, ist lebensgefährlich. Das Zeug schmeckt bitter. Wenn also jemand Jürgensohn das Medikament gegen seinen Willen verabreicht hätte, hätte er es doch merken müssen. Zum Beispiel Zucchini-Cremesuppe. Zucchini-Cremesuppe? Die schmeckt säuerlich. Aber Suppe im Park, wie soll sowas gehen? Was Neues? Rätselraten darüber, wie jemand nachts im Park gegen seinen Willen Digitales einnehmen könnte. Was hast du? Also, ich bin die Strecke von der Wohnung der Pontinis zum Englischen Garten abgefahren. Das dauert ungefähr 20 Minuten. Nachts wahrscheinlich ein wenig kürzer. Wenn Jürgensen, wie die Frau Pontini sagt, gegen 2 Uhr die Wohnung verlassen hat, der Tod zwischen 3 und halb 4 eingetreten ist, hatte er ungefähr eine halbe Stunde Zeit, um spazieren zu gehen und das Medikament einzunehmen. Und was schließt du daraus? Wenn also Jürgensons Frau tatsächlich geplant hätte, ihren Mann auf diese Weise umzubringen, dann hätte sie sich bestimmt ein Alibi verschafft, mit oder ohne Zucchini-Cremesuppe. Zucchini-Cremesuppe? Ja, vergiss es. Und abgesehen davon, ein Ehepaar, das seit 30 Jahren verheiratet ist, trifft sich doch nicht im Englischen Garten nachts um 2:30. Guten Tag. Behalten Sie euch Platz, Herr Giller. Mein Name ist Kress und ich würde gerne von Ihnen wissen, wieso Sie uns keine Mitteilung gemacht haben von den Unregelmäßigkeiten in der Firma. Was denn für Unregelmäßigkeiten? Über verschwundene Waren im Wert von 280.000 Mark. Ich habe Ihnen doch gestern die entsprechenden Unterlagen gegeben. Frau Bach, das ist nun schon das x-te Mal, dass Sie voreilig handeln. Ich würde Sie bitten, das nächste Mal zu mir zu kommen, bevor Sie so schwerwiegende und für die Firma nachteilige Dinge behaupten. Aber Herr Giller, ich habe doch nur... Sie bringen uns in die größten Schwierigkeiten! Der Tod von Direktor Jürgensohn ist uns allen sehr nahe gegangen. Deswegen braucht man doch nicht gleich zur Polizei zu laufen. Ich habe nur meine Pflicht getan. Ich bin eine loyale Mitarbeiterin. Entschuldigen Sie.
Die von ihr aufgespürten sogenannten Unregelmäßigkeiten haben sich im Nachhinein lediglich als Fehler in der Kommunikation erwiesen. Es ist äußerst blamabel. Frau Bach vermutet, dass der Tod von Herrn Jürgensson in Zusammenhang steht mit diesen verschwundenen Waren. Das habe ich natürlich sofort durchgecheckt. Unsere Spedition hat mal wieder schlampig gearbeitet, das war alles. Die Waren sind komplett am Lager. Ist doch schön, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist, Herr Giller. Guten Tag. Seit 20 Jahren arbeite ich in diesem Haus. Ich habe mich bis zur Chefbuchhalterin raufgearbeitet. Ich habe immer meine Pflicht getan. Und jetzt muss ich mir von diesem... Wir werden das überprüfen, Frau Bach. Und wenn Sie sich geirrt haben, ist das noch lange keine Katastrophe. Ich habe mich aber nicht geirrt. Und Herr Giller weiß das. Ich sag Ihnen was, Herr... Johnson. Johnson. Da soll was vertuscht werden. Da ist irgendwas faul. Das müssen Sie mir genauer erklären. Natürlich gibt es Missverständnisse. Auch Schwierigkeiten in der Kommunikation, aber das ist normal. Das kommt in allen großen Betrieben vor. Aber Unregelmäßigkeiten? Nein, nie. Wissen Sie, was mich irritiert? Alle Mitarbeiter sind nur voll des Lobes für Herrn Jürgensson. Das ist doch heute ziemlich ungewöhnlich. Ja, da haben Sie recht. Kennen Sie eigentlich Frau Jürgensson? Ja, aber selbstverständlich kenne ich Frau Jürgensson. Sie war immer entsetzlich eifersüchtig auf meine Schwester. Sie ist vielleicht hysterisch, aber niemals der Typ für einen Mord. Und wer wäre Ihrer Meinung nach der Typ für einen Mord? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich wüsste gar nicht, wo ich ansetzen sollte. Versuchen Sie es. Sie sind ja eine richtige Bohrmaschine. Na, tut mir leid, Herr Kress, aber ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Wo waren Sie denn zu dem Zeitpunkt, als Herr Jürgensson starb? Zu Hause? Ohne Zeugen. Tja, da sind wir schon wieder. In Ihrer Agentur sagte man uns, dass Sie sich den Tag freigenommen haben. Ich konnte nicht mehr richtig denken. Und was wollten Sie dagegen tun? Spazieren gehen. Wie wär's mit der Tasse Kaffee? Setz dich, du machst mich nervös. Was wollte denn die Kripo schon wieder von dir? Ich habe Kress gesagt, dass ich gestern Abend einen Wagen bemerkt habe, der Klaus hinterhergefahren ist. Und was war das für einer? Ein dunkler. Wahrscheinlich ein Subaru. Dann hat er noch gefragt, ob es eine unbekannte Seite in Klaus Leben gegeben hat. Und hat es eine gegeben? Nein. Zu mir war er immer wie ein Vater. Du hast dich zeitweise benommen, als wärst du der Direktor des Betriebs. Na und? Bin ja auf dem besten Weg dahin. Ich fühle mich so elend. Du hast ihn also doch geliebt. Soll ich heute Nacht hier bleiben? Ja, bitte. Ich muss aber noch auf den Sprung ins Büro. Seit Klaus tot ist, scheint er alle den Verstand verloren zu haben. Ich warte auf dich. Na? Ja. Ach, Herr Galicek. Ich habe da eine Frage. Aber gern, Herr Bottini. Sagen Sie, wer von unseren Leuten fährt einen dunklen Subaru? Wir haben da eine Beschwerde im Büro liegen. Was für eine Beschwerde denn? Falsch parken. In der Garage. Das verlangt aber schon eine große Intelligenz. Also, die Frau Sommer vom Personalbüro, glaube ich, fährt einen. Aber sicher der Herr Prokuristkiller. Danke. Überstunden müssen allerdings angemeldet werden, Herr Gehler. Ist Ihnen das entfallen? Was machen Sie denn hier um diese Zeit? Sie sehen, ich habe zu tun. So spät? Das muss ja außerordentlich wichtig sein. Die Buchhaltung hat mir Zahlen geliefert, die unmöglich stimmen können. Wahrscheinlich ist die Bach etwas durcheinander wegen dieser Sache.
Sie meinen den Tod von Direktor Jürgenson. Um welche Zahlen handelt es sich denn? Also ich an Ihrer Stelle würde mich nicht mit solchem Kleinkram befassen, Herr Pontini. Jetzt, wo der von uns allen so geschätzte Herr Jürgenson tot ist, sollten Sie Ihre ganze Kraft darauf verwenden, sich dem großen Ganzen zu widmen. Darauf können Sie wetten, Giller. Nur der Einzige, der das große Ganze leider stört, das sind Sie. Ich muss nicht erklären, was das heißt. Bevor der Aufsichtsrat nicht zusammengekommen ist, können Sie höchstens Däumchen drehen, Herr Pontini. Es gibt praktisch niemanden in der Firma, über den die Bach nichts zu meckern hat. Die Sekretärinnen hält sie für chronische Drahtstanden, den Prokuristen für ein kaltschnäuziges Ekel, dem Pontini attestiert sie Arroganz und Größenwahn. Bloß Direktor Jürgensen, ihr Direktor Jürgensen, den hat sie verschont gelassen, den hat sie offensichtlich ins Herz geschlossen. Der kann ja auch nichts mehr tun. Und sie steht hundertprozentig dazu, dass Waren im Wert von 280.000 Mark verschwunden sind. Ich habe mir mal die Leute im Umfeld von Jürgenson ein bisschen näher angeschaut. Deine Tratstante ist, ebenso wie die Selikowski und die Weinert, schon seit langer Zeit und zur vollen Zufriedenheit ihrer diversen Chefs in der Firma tätig. Alf Pontini hatte nur einen Job, bevor er in die Chefetage des Kaufhauses gelangt ist. Er ist ein typischer Durchstarter. Er gilt als außerordentlich fähig, aber im Umgang mit den Mitarbeitern als zu ruppig und unerfahren. Keine Vorstrafen. Der Prokurist Giller, der hat eine geradlinige Karriere hinter sich. Allerdings mangelt es ihm nach Aussage seiner früheren Chefs an Teamgeist. Nicht vorbestraft. Aber er fährt einen blauen Subaru und er spritzt sich Morphium. Wie geht denn das? Morphinist als Prokurist und in einer derartig großen Firma? Er hat einen Unfall gehabt. Er ist vor 6 Jahren eine Treppe runtergestürzt, aber er weiß nicht mehr, wie das passiert ist. Und da hat er sich die Wirbelsäule verletzt. Wo hat er das Zeug denn her? Das gibt's ja nicht umsonst. Das Zeug wird ihm verschrieben. Es gibt da einen sehr verständnisvollen Arzt. Was kostet das Verständnis? Das weiß ich nicht, aber er berät ihn in allen steuerlichen Fragen. Eine Hand wäscht die andere. Dann lass uns doch mal sehen, wie sauber die von Giller wirklich sind. Herr Giller, Sie fahren doch einen blauen Subaru. Ja. Als Herr Jürgenson gestern Nacht die Wohnung von Frau Pontini verließ, sind Sie ihm da mit dem Wagen gefolgt? Ein Alibi für die Nacht habe ich nicht, wenn Sie das wissen wollen. Herr Giller, es geht um die Aussage einer Passantin, der wir nachgehen müssen. Sie sind also Herrn Jürgenson nicht gefolgt? Aber nein. Dann möchte ich Sie bitten, mit uns ins Präsidium zu kommen. Wir müssen eine Gegenüberstellung machen. Gut. Bringen wir es hinter uns. Aber die Pontini hat doch gesagt, dass sie den Fahrer des Wagens gar nicht gesehen hat. Weiß ich. Stört dich das? Meiner Meinung nach ist er sauber. Für mich hat er Dreck am Stecken. Hast du nicht gesehen, wie er geschwitzt hat, als wir ihn mitgenommen haben? Tja, sieht nicht gut aus für Sie, Herr Giller. Wollen Sie eine Erklärung abgeben? Was für eine Erklärung denn? Sagen Sie, merken Sie das nicht, dass es eng wird? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Herrn Direktor Jürgenson umgebracht habe. Was ich glaube, ist nicht entscheidend. Sie wissen doch, da gibt es Ermittlungsrichter, Staatsanwälte, Verteidiger, Gutachter und so weiter. Sie können gern Ihren Rechtsanwalt anrufen. Wenn Sie mich verdächtigen, dann nehmen Sie mich fest. Und wenn Sie mich nicht festnehmen, dann möchte ich jetzt gerne gehen. Henry? Ja? Ruf bitte den diensthabenden Ermittlungsrichter an. Wir brauchen einen Haftbefehl, ausgestellt auf Heinz Giller. Geborener 8.7.44, Baden-Baden. Haben wir alles, Leo. Gut. Begründung, dringender Tatverdacht, Verdunkelungsgefahr. Sie sind natürlich bis zum Eintreffen des Haftbefehls vorläufig festgenommen. Ich war da. Wo? Vor Frau Pontinis Haus. Aber diese Autotour hat eine Vorgeschichte. Frau Bach ist im Recht. Es
gibt diese Unregelmäßigkeiten. Ich habe die entsprechenden Unterlagen Herrn Direktor Jürgensson übergeben. Ich wollte die Sache nicht an die große Glocke hängen, bevor er sich nicht selbst dazu geäußert hatte. Und da er nicht reagiert hat, wollte ich ihn außerhalb der Firma darauf ansprechen. Also sind Sie gestern Nacht an Jürgensson mit dem Wagen gefolgt? Nicht direkt. Wie folgt man denn jemandem indirekt? Ich hatte nur vor, ihn anzusprechen. Mitten in der Nacht? Vor dem Haus seiner Freundin? Also 280.000 Mark, das ist keine Kleinigkeit. Direktor Jürgensson hatte das Geld ja wohl unterschlagen. Und ich wollte ihm die Möglichkeit geben, die Geschichte zu erledigen, bevor der Aufsichtsrat davon Wind bekommen hätte. Ja, Paragraph 6, Absatz 3, Punkt 14 unserer Geschäftsordnung sieht nämlich vor, dass in Fällen, in denen der dringende Verdacht besteht, dass die Leitung des Unternehmens gefährdet ist, der Prokurist, das bin ich, umgehend den Aufsichtsrat informiert. Und warum erzählen Sie uns das erst jetzt? Na ja, stellen Sie sich das doch mal vor. Ich übergebe das belastende Material an Direktor Jürgensson. Ich beobachte ihn nach Ihren eigenen Feststellungen. Und am nächsten Morgen ist er tot. Sie bezichtigen also Herrn Jürgensson der Unterschlagung? Direktor Jürgensson hat Frau Pontini mit Geschenken überhäuft. Mit Autos, Wohnung, Pelzen, exklusive Reisen und so weiter. Und Sie meinen, das überstieg dann wohl seine finanziellen Möglichkeiten? Da ist schon wieder dieser Kress. Er hat offenbar auf Frau Jürgensson gewartet. Kress? Ja, dieser von der Mordkommission. Was will der eigentlich hier? Ach, wenn die nicht weiter wissen, dann machen sie sich nur wichtig. Komm ins Frühstück. Sie fragen mich ja gar nicht, was ich bei Frau Pontini wollte. Nein. Ich frage Sie stattdessen, ob Sie sich vorstellen können, dass Ihr Mann 280.000 Mark unterschlagen hat. Also wenn Sie auf die Geschenke anspielen, die mein Mann dieser Frau Pontini gemacht hat. Wegen einer Frau würde er niemals in finanzielle Verlegenheit geraten. Und was würde ihn Ihrer Meinung nach in Verlegenheit bringen? Darüber können Sie getrost spekulieren, Herr Kress. Es ist ja Ihre Aufgabe, den Mörder zu finden. Guten Morgen, die Damen. Herr Pontini, Sie werden im Konferenzraum erwartet. Die Herren von der Mordkommission sind da. Im Konferenzraum? Ja. Falls meine Schwester anruft, notieren Sie bitte die Nummer, wo ich Sie erreichen kann. Ist gut, Herr Pontini. Morgen. Was soll denn diese Versammlung hier? Diese Versammlung soll uns helfen, den Fall abzuschließen. Also, Herr Giller hat diese Mappe hier Herrn Direktor Jürgensson am Nachmittag vor dessen Tod übergeben. Wissen Sie, was da drin ist? Nein. Nach dem Inhalt der Mappe könnte man annehmen, dass Herr Jürgensson 280.000 Mark unterschlagen hat. So könnte man das. Sie sind doch an allen wichtigen Besprechungen und Entscheidungen der Firma beteiligt, richtig? Ja, das ist richtig. Herr Giller, bitte. Herr Pontini war, was Zahlen anging, besser informiert als Herr Jürgensson. Das war immer so. Jürgensson hat letztlich alle Entscheidungen selbst getroffen. Na, Gott sei Dank. Was? Frau Bach. Ich habe lange gebraucht, um draufzukommen, was da gelaufen ist. Es gehören eine Menge Kenntnisse dazu, um diese Zahlen und Warenbewegungen zu manipulieren. Erklären Sie uns das. Das sind Einbrüche in das System. Man kann sie nur mit der Mentalität eines Hackers machen und mit krimineller Energie. Ich verbitte mir das, Frau Bach. Bitte sehr. Was soll das? Warum müssen Sie meine Schwester damit reinziehen? Es geht um den Tod von Herrn Jürgensson. Und es geht um 280.000 Mark, Herr Pontini. Natürlich habe ich von den 280.000 gewusst. Aber ich wollte ihm nicht schaden. Ich hatte bis zuletzt gehofft, dass er die Sache in Ordnung bringen würde. Vermutlich hat er keinen anderen Ausweg gesehen und deshalb die Konsequenzen gezogen.
Anders kann ich mir seinen Tod nicht erklären. Diese Unterschlagung, das wäre ein furchtbarer Skandal geworden. Wahrscheinlich das Ende seiner Karriere. Mein Mann hat über ein ziemliches Vermögen verfügt. Er hat es nicht nötig, Geld zu unterschlagen. Auch wenn Ihre Schwester noch so anspruchsvoll ist. Frau Bach, wie oft haben Sie Herrn Jürgensson am Computer angetroffen? Kaum. Es war nicht seine Sache. Es war ihm fremd. Ja, wer ist denn nun der Computerfachmann im Haus? Herr Giller, Herr Pontini? Herr Giller. Das ist ja absurd. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist mein Lieblingssatz, Herr Pontini. Da freue ich mich richtig. Sie sind ausgebildeter Programmierer, ja oder nein? Ja. Die elektronisch manipulierte Unterschlagung der 280.000 hat ein Fachmann gemacht. Ja, hören Sie doch auf. Sie haben die Freundschaft von Herrn Jürgensson missbraucht, um Ihren aufwendigen Lebenswandel zu finanzieren. So ist das doch. Ich verdiene hier genug. Genug, um sich jedes Jahr ein neues Auto für 150.000 Mark kaufen zu können. Herr Jürgensson hat immer die Hand über Sie gehalten. Sie haben diese Manipulation vorgenommen, niemand sonst. Es gibt also doch einen Zusammenhang zwischen dem Tod des Herrn Jürgensson und dieser Unterschlagung. Bis wohin sind Sie denn Herrn Jürgensson an der betreffenden Nacht gefolgt, Herr Giller? Bis zum Englischen Garten. Und was haben Sie dort beobachtet? Ja, Herr Jürgensson hat seinen Wagen geparkt und ist hineingegangen. Und? Weiter. Ich bin ihm gefolgt. Herr Jürgensson hat offenbar auf jemanden gewartet. Denn als ich auf ihn zugehen wollte, um ihn anzusprechen, da kam plötzlich eine Person. Da habe ich mich zurückgezogen. Und wer war nun diese Person? Das ist eine verdammte Lüge. Sie haben ihn umgebracht. Sie müssen ja Augen haben wie ein Luchs, Herr Giller. Wenn Sie nachts in einer Gegend des Englischen Gartens, wo es keine Beleuchtung gibt, mehr erkennen können als bloße Silhouetten. Ich sehe jedenfalls genug. Da lügt sich doch eine ganze Geschichte zusammen. Also jetzt reicht's. Sie kommen beide mit ins Präsidium. Nein. Nein, Alf ist unschuldig. Er könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Was redest du da? Hör sofort auf, das ist Wahnsinn. Klaus hat mir von den 280.000 Mark erzählt. Und er sagte, dass er Alf nicht mehr decken könnte. Das wäre zu gefährlich für ihn. Als er vorgestern Nacht von mir weggefahren ist, habe ich ihn im Auto angerufen und ihn gebeten, die Sache nochmal mit mir durchzusprechen. Wir haben uns im Englischen Garten verabredet. Da, wo wir uns vor 2 Jahren immer getroffen haben. Für den Fall, dass Klaus dich anzeigen wollte, habe ich ihm gedroht, ihn zu verlassen. Er hat mich geschlagen. Ich bin davongelaufen ins Gebüsch, blindlings. Er hat mich eingeholt. Ich habe ihn weggestoßen. Und er ist gegen die Bank gefallen. Das war lächerlich. Dann haben wir uns hingesetzt. Und er sagte, dass ihn das umbringe, wenn ich ihn verlassen würde. Plötzlich hatte er die Tabletten in der Hand. Digitales? Ja. Ich habe nichts unternommen, als er eine nach der anderen hinuntergeschluckt hat. Ich wollte nicht, dass er dein Leben zerstört.